2021 war für die Musikszene überall ein schwieriges Jahr. Auch die 18. Bundesbegegnung Jugend Jazz konnte Corona-bedingt nicht wie geplant in Lübeck stattfinden und musste ins Jahr 2022 verschoben werden. Nichts tun war und ist aber keine Option. So hatten wir eine abenteuerliche Idee. Wenn die Jazz-Kombos aus den Bundesländern nicht nach Lübeck kommen können, kommt Lübeck halt zu den Bands. Und mit jedem einzelnen Kilometer wurde die Autobahn unser Zuhause. Das Abenteuer beginnt. Potsdam, die Hauptstadt Brandenburgs, ist wie Berlin. Eine Metropole. Urban, sexy, laut, wild. Wie ein Dschungel. Nur in klein. Musikalisch ganz groß sind aber Tiziana, Gustav, Jannis und Felix, die Preisträger des Landeswettbewerbs Jugend Jazz, die uns auf unserer Recording-Tour durch Deutschland im Jazztruck verzauberten. Hallo und herzlich willkommen hier aus Potsdam. Wie ihr in uns bereits sehen könnt, der Winter naht. Wir behalten die Mäntel an und die Mützen auf. Das hält uns aber nicht davon ab, heute hier für euch in Potsdam vor Ort zu sein. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an Potsdam denkt? Ist es der Filmpark Babelsberg oder doch das Schlosshaus Ossi? Es sind natürlich sehr viele Antworten möglich, denn Potsdam ist nicht ohne Grund die Stadt der Musik und Kultur. Wir befinden uns hier gerade am Stern und ja, das Viertel heißt tatsächlich so, vor der Städtischen Musikschule und warten schon sehr gespannt. Wir freuen uns jetzt auf die Jazztronauts. Viel Spaß! Dance me to the
jede gute Musik hat ein Ende. Und so auch die Performance von Tiziana, Gustav, Jannis und Felix. Was die vier zum Jazz geführt hat, welche Pläne sie in Zukunft haben und was die vier am Musikmachen begeistert, hört ihr gleich im Interview. Aber vorher nicht vergessen, ein Klick für den Daumen, ein Klick für die Glocke und ein Klick fürs Abo. Ja, also ich bin Gustav Preisler. Ich komme aus Potsdam-Babelsberg. Ich bin 16 Jahre alt und ich spiele Gitarre seit knapp 10 Jahren, würde ich sagen. Hallo, ich bin Tiziana Saab. Ich bin 17 und ich wohne auch in Babelsberg und ich spiele Klavier und singe, genau. Hallo, ich bin Jannis Götze, ich bin 17 Jahre alt. Ich spiele Schlagzeug seit ungefähr 10 Jahren und ich komme aus einem Ort nähe von Potsdam, aber es ist halt ein kleines Dorf, ja. Also wir spielen teilweise Jazz-Standards, aber wir haben jetzt auch ein paar eigene Stücke drin von Heiko und auch eins von mir. Und die sind dann auch teilweise so ein bisschen gemixt mit anderen Musikrichtungen, zum Beispiel Fusion Jazz oder ein bisschen Pop, in Richtung Pop auch. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Also ich finde es sehr schön eingerichtet hier. Also der Klang war auch ziemlich gut, fand ich. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, hier aufzunehmen. Ja, mir auch. Und es war auch einfach mal was anderes. Also sowas macht man ja sonst normalerweise nicht. Einfach in so einen Container gehen und irgendwas aufnehmen. Das ist schon sehr besonders und ja, war sehr cool. Ja, also auf jeden Fall die Location, Setting, die Leute, so allgemein, das ist auf jeden Fall, also hat sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was jetzt vielleicht heute blöd war, ist, dass unser Bassist, der ist halt, der kann halt leider nicht, wegen Corona kann er halt leider nicht mitspielen oder konnte nicht mitspielen. Wir haben jetzt einen Aushilfs-Bassist bekommen, aber es ist halt schade, dass er leider nicht mitspielen konnte. Aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten am 7. November eine großartige Begegnung hier in Potsdam im Kulturzentrum im Freiland. Insgesamt hatten sich vier klasse junge Jazzbands aus unterschiedlichen Regionen aus Brandenburg beim Wettbewerb angemeldet, standen auf der Bühne. Wir hatten ein volles Haus, ein tolles Publikum. Eine klasse Jury, die es wirklich nicht leicht hatte. Das RBB-Fernsehen war vor Ort, also ein rundherum gelungener Abend. Also in Brandenburg Auftrittsmöglichkeiten für junge Jazzmusiker. Wir haben mehrere Festivals, Jazzfestivals in Brandenburg, das internationale Jazzfest in Peitz. Dann gibt es natürlich das langjährige Jazzfest in Eberswalde, Jazz in E. In Potsdam gibt es die Jazz-Offensive. Und es gibt eine Reihe, Jazz Lab, die Konzerte übers Jahr verteilt spielt. Und diese Reihe hat immer auch eine Open Stage und soll im kommenden Jahr auch durch das Land ziehen und sozusagen die Musik in den ländlichen Raum bringen. Die Förderlandschaft in Brandenburg für den Jazz und nicht nur für den Jazz, sondern auch für die neue, für die zeitgenössische Musik entwickelt sich gerade. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur arbeitet derzeit sehr eng mit dem Landesmusikrat Brandenburg an neuen Förderrichtlinien. Ich hoffe sehr, dass sie noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann kommen. Die sind dringend notwendig. Da geht's unter anderem um Festivalförderung, da geht es um Veranstaltungen, um Reihen. Es geht um Gastspiele, um Tourförderungen oder auch um Förderung von Kompositionsaufträgen. Es soll eine Kleinstprojektförderung geben, die über den Landesmusikrat läuft. Also eine wunderbare Entwicklung, die, wenn sie denn kommt, im kommenden Jahr dringend notwendig ist, um die Vielfalt, gerade was die aktuelle Musik in Brandenburg betrifft, dass diese sich verstetigen kann und weiterentwickeln kann. Also ich freue mich sehr, dass die Jazztronauts die Möglichkeit hatten, in dem mobilen Tonstudio ihren Song aufzunehmen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass diese Band dann in Lübeck bei der Bundesbegegnung teilnehmen kann.
Ich bin sehr gespannt. Für mich ist es selbst auch die erste Bundesbegegnung. Ich hoffe auf einen Austausch. Ich hoffe, dass die Bands neben dem Wettbewerb in Workshops zusammenarbeiten können. Ich habe gehört, es soll eine Session geben am Abend. Ich freue mich sehr drauf. Mein allererster Gedanke war, geil, dass es das gibt. Denn die Jambox, die wir hier haben, dieses Kreativstudio, das ist im Grunde genommen eine Art Verstandortung von den rollenden Aufnahmestudios in Hamburg. Jamliner kennst du vielleicht, ne, ganz genau. Und Jamliner sozusagen als Rock, Pop, ne, irgendwie aktuelles und eben auch als Sozialmusikprojekt, kann man sagen. Das ist ja fantastisch. Aber ich habe jetzt kulturell gesprochen tatsächlich eben das Gefühl, dass Pop, Rock, wie auch immer, aktuelle Musik, hat einen gewissen Selbstläuferstatus. Irgendwie, du bietest ein Rap-Projekt an, die Kids wollen rappen, also kommen sie rappen. Du hast klassische Musik, du hast Eltern angedockt. Irgendwie, die schicken ihre Kinder, die Kinder sagen, die sagen nicht, ist nicht meine Musik, wissen sie gar nicht. Die fangen einfach mal an zu spielen und wachsen dann in so eine Kultur rein. Und diese Selbstverständlichkeit ist für Jazz nicht unbedingt gegeben, weil Jazz sozusagen in der Aufbauarbeit des Instrumentlernens einfach sehr schwer direkt an den Anfang zu stellen ist. Und wenn es dann aber auf den Punkten gewissen Niveaus gekommen ist, dann ist einfach die Frage, haben die Kinder und Jugendlichen überhaupt den Jazz als eine Musik wahrgenommen, wo es sich lohnen würde, ein Standbein aufzubauen? Wir danken, ein fantastisches Angebot, ganz toll. Da rollt heute so ein Jazz-Track und alle Kinder fragen, was ist das und warum kommt der? Und dann wirklich zu sagen, also Jazz, das ist eine Musik, die ist erst einmal toll. Und wenn Leute die hinkriegen, ist das toll. Und wenn Leute das so gut hinkriegen, dass sie einen ersten Platz in Brandenburg, also einen Jugend-Jazz Platz 1 gewinnen, dann ist das richtig, richtig toll. Das sagt nichts Schlechtes über die, die nicht den ersten haben. Also einfach diese Musik spielen zu können und auf Wettbewerbsniveau spielen zu können, das ist ganz fantastisch. Wir freuen uns unglaublich, dass es dadurch eine Plattform bekommt. Wir freuen uns auf den Stream. Also geil, guter Job. Danke euch. Leider sind wir schon am Ende dieser Ausgabe des Jugend-Jazz-Truck angelangt. Aber um euch die Zeit bis zur Bundesbegegnung Jugend-Jazz am 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck zu verkürzen, fahren wir noch viele Kilometer durch Deutschland. Immer unterwegs, um den Jazz in den Bundesländern zu unterstützen und euch viele interessante und großartige MusikerInnen zu präsentieren. Also dann, bis zum Mai 2022 in Lübeck. Dann endlich wieder live vor und auf der Bühne der Bundesbegegnung Jugend-Jazz. Bis dahin bleibt gesund, euer Jugend-Jazz-Truck.